Servus miteinander. Heute geht's um die Umfrage im Community-Tab vom Hausbiene-Kanal. Wir hatten da gefragt, ob man Anfängern der Bienenhaltung ins B, ob man denen abraten soll mit dem Imkern, gell, dass sie es sein lassen. Und es haben 69 Leute geantwortet. Und was dabei rausgekommen ist, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei hausbiene.de. Mein Name ist Benjamin und wir quatschen hier über Honigbienen. Wir haben Ende Dezember, kurz vor Silvester und nach der Wintersonnenwende. Die Bienenvölker sind restentmilbt bzw. sollten es nun sein. Und so ist aktuell nichts an den Bienen zu tun. Zeit also für besinnliche Gedanken zwischen den Jahren. Und wir haben dazu eine kleine Umfrage mit euch gestartet. Wer 2023 mit dem Imkern beginnen möchte, sollte man dem abraten? Das war die Frage im Community-Tab vom Hausbiene-Kanal und 69 Besucher der Kanalseite haben eine Antwort gegeben. Und was dort empfohlen worden ist, das möchte ich euch jetzt vorstellen. Wobei wir sagen müssen, dass wir keine Ahnung haben, ob das alles Imker waren, die geantwortet hatten. Ja, im Prinzip hat ja jeder, der im Community-Tab vorbeigeschaut hat, irgendeine Antwort anklicken können, gell? Quasi ohne Sinn und Verstand. Ja, davon gehen wir aber nicht aus, sondern wir glauben, dass nur Leute geantwortet haben, die auch Bienen halten. Es war eine Single-Choice-Auswahl, also man konnte eine Antwort aus 5 Vorschlägen auswählen. Darüber hinaus gab es noch die Möglichkeit zu kommentieren, also wenn jemand einen 6. Vorschlag gehabt hat, konnte er den mitteilen und davon wurde genau einmal Gebrauch gemacht. Dazu später mehr. Als mögliche Antworten auf die Frage, sollte man Interessierten an der Bienenhaltung abraten, den Plan im nächsten Jahr zu verwirklichen, gab es Folgendes zur Auswahl. Erstens, bitte auch für die nächsten Jahre, für die Folgejahre vom Imkern abraten, denn Imkern ist ein Auslaufmodell. Zweitens, abraten, solange Inflation, Energiekrise und Krieg in Europa herrschen. Drittens, abraten wäre richtig, weil Imkern mehr und mehr von der Bürokratie befallen wird, was den Spaß an der Sache gründlich vergällt. Viertens, man möge Interessierte darauf hinweisen, dass recht viele Anfänger nach kurzer Zeit das Imkerhobby wieder aufgeben. Quasi nur eine Warnung als Rat. Fünfte Antwort, wieso abraten? Imkern ist doch ein schönes Hobby, also kein Problem weit und breit zu erkennen. Zwischenfrage, wie bist du drauf gekommen, dass Imkern ein Auslaufmodell sein soll? Der Tipp veröffentlicht doch seit Jahren Statistiken, nach denen gerade das Gegenteil der Fall wäre. Und die Vereine hätten immer noch Zuwächse an Jungimkern. Ja, ich hatte vor einigen Jahren eine eigene Statistik erhoben nach einer Online-Umfrage mit 143 Bienenhaltern, der zufolge kaum ein Imker länger als 10 Jahre dabei bleibt. Nach 6 Jahren sind nur noch 35% übrig, nach 13 Jahren nur noch 15%. Das klingt nicht nach Zuwachs. Bin allerdings nicht Mathematiker genug, um das nun mit Zahlen zu untermauern, wie der Trend nun tatsächlich aussieht. Ja, und du weißt nicht, ob die Teilnehmer deiner Google-Umfrage repräsentativ waren, ja, oder ob du nur die internetaffinen Jungimker erwischt hast, ja, mit deiner Umfrage. Ja, also altersmäßig war die Erhebung wohl schon repräsentativ, sieht zumindest so aus und geschlechtsmäßig könnte es auch hinkommen. Aber abgesehen davon, denk bitte mal
an die hohe Bienendichte, an die Bienenkrankheiten, an Bienen im schlechten Licht als Nahrungskonkurrenten, an den Rückgang der Blühpflanzen, an die Verdichtung in den Städten, an die Versiegelung der Landschaften. Das sind doch klare Indizien dafür, dass der Zenit der Bienenhaltung überschritten worden ist und die Kurve fällt. Ja, und wie wurde jetzt im Community-Tab abgestimmt, ja? Wie viel Leute stimmten zu, dass Imkern ein Auslaufmodell wäre? Ja, das glauben 1% der Abstimmenden, also die Auslaufmodell-Antwort könnte die Leute ein bisschen erschreckt haben, habe ich das Gefühl. Und 4% würden aber abraten, aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage. Der sichere Raum für eine gemächliche Bienenhaltung in aller Rentnerruhe ist vor solchen wirtschaftspolitischem Hintergrund sehr in Frage gestellt. Ja, ich denke da an die Kostenexplosion bei Honiggläsern und bei Holz, bei Rähmchenholz und bei der Entmilbungschemie. Und wenn man das alles umlegt, ja, wie teuer soll der heimische Honig denn noch werden? Ja, und wer soll den kaufen, wenn es auch einen billigeren Honig zum Kaufen gibt? Es gab allerdings eine Dame, die schrieb in die Kommentare unten rein, dass Inflation, Gaskrise und Krieg in der Ukraine gute Gründe dafür wären, zum Imkern zuzuraten. Das ist auch eine Sicht. Der einzige Kommentar übrigens zu der ganzen Umfrage. Leider hat die Dame nicht begründet, wie sie darauf kommt. Das heißt, 5% der Antwortenden raten ganz klar ab vom Imkern. Das ist also jeder 20. Umfrageteilnehmer, würde einem interessierten Kunden sagen, lass es bloß bleiben, fang gar nicht erst an. Ja, jeder 20. Ja, und wenn wir die 7% der Befragten dazu zählen, denen der Frust über die aufgedrückte Bürokratie den Spaß am Imkern gründlich verleidet, dann sind wir bei 12%. Und das ist dann schon jeder 8,33 Befragte, der einem Anfänger abraten würde. Ich denke da an die vielen Gesetze und Verordnungen rund um den Honig und um die Entmilbung, das novellierte Tierarzneimittelgesetz beispielsweise, oder ich denke an den Imkerführerschein. Und so weiter. Ja, das ist dann schon eine andere Gewichtsklasse, gell? Aber immer noch Fliegengewicht, wenn ich das einmal so sagen darf. Die nächste Antwort wäre dann mittelgewichtig. Fast 20% der Teilnehmenden verhalten sich neutral und weisen nur auf die auffällige Abbrecherrate der Jungimker hin. Das ist dann jeder 5., der dir sagt, pass auf, es ist nicht so leicht, wie du denkst mit dem Imkern. Überlege es dir gut, ob du das wirklich willst und durchhältst. Ja, also um das jetzt einmal zum Interpretieren. Ja, Imkern hat was mit praktischer Arbeit zu tun. Also das Theoretische praktisch in die Hände umzusetzen, gell? Aber auch mit sich reinknien in die Materie und Zusammenhänge begreifen wollen, mit Lesen, mit Seminare besuchen, auch mit Austausch. Das ist eine gesamtkörperliche Herausforderung und ist nicht der Bienenkasten mit einem Zapfhahn dran, gell, wo der Honig rauskommt, gell? Und wenn du das glaubst, was dir da vielleicht irgendwie vorgegaukelt wird, ja, dann wirst du einiges an Geld in dem Spielzeugkasten inner versenken, ja, und weg ist es. Genau, aber 2/3 der Befragten sagen, Imkern ist ein schönes Hobby und raten also zu. Jeder 1,47 Imker ist es, der keine Probleme beim Imkern sehen kann. Na, das klingt irgendwie komisch, Herr Koch. Ja, klingt das so wie nach einer Vogelstrauß-Politik, ja, oder wie nach Promenadendeck auf der Titanic, ja? So ganz ohne Eiswürfel in der Fahrrinne, gell? Die Eiswürfel sind in der Nachbargemeinde, ja? Weit weg, ja?
da hört man uns im Whiskyglas klingeln, gell? Wie ein Weihnachtsglöckchen. Wir haben das ja nicht ausdifferenziert. Also man müsste jetzt weitere Abstufungen erfragen in diesen 69%, ob man unumschränkt zurät oder mit Vorbehalten und welche das sein könnten. Das haben wir ja nicht gemacht. Aber nein, Benjamin, 69% beantworten deine Frage mit einem klaren Nein. Man sollte einem Imkeranfänger ins B nicht abraten, sondern man sollte ihm zuraten, heißt es. Imkern ist ein schönes Hobby und das lassen wir uns nicht vermiesen, ja? Von kleinlichen Vorbehalten und auch nicht im guten neuen Jahr. In diesem Sinn wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß beim Imkern lernen. 2/3 sagen Ja zur Bienenhaltung, also macht euch auf. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.